Also wundert euch nicht, Leute, bei mir sieht's heute ultra hässlich und scheiße aus, aber das liegt daran, dass meine Kamera bei der Post liegt. Ja, na klar. Ja, Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Squad Builder Battle. Alter, das ist lang her. Weißt du, wer mit dabei ist? Benji. Moin, Digga. Was ist da denn los? Man weiß es nicht. Ja, unfassbar, oder? Nö. Ja, Freunde, wir haben heute auf jeden Fall einen Spieler mit dem Status Legende am Start. Deshalb hat er auch eine Ende einer Ära Englisch ist da Karte bekommen. Und zwar der gute Andres Iniesta. Richtig guter Mann. Squad Builder Battle darum. Ihr habt vielleicht auch schon das Video bei Benji gesehen. Das kam schon am Sonntag. Meins ein bisschen später. Ich nehme hiernach gleich das United-Finale auf. Wer weiß, wie es ausgegangen ist. Ihr wisst es jetzt alle schon. Ich noch nicht. Gegen wen musst du nochmal spielen? Aime Tabaco. Auf geht's, Tabak. Du packst das, Bruder. Menschlich gesehen ziemlich abstoßen. Ja, Freunde, das war's dann auch schon wieder von dem Video. Hat mir heute sehr viel Spaß gemacht mit meinem sehr hübschen Gast hier. Hau da rein. Peace bis zum out. Nächsten Mal. Link zu meinem Video in der Beschreibung. Das war ein Witz, ne? Na, Freunde, wir starten auf jeden Fall rein. Beide Iniesta am Start. Smash einen Daumen, wenn ihr wieder mehr Bock auf die aktive Squad Builder Battle-Scheiße habt, ja. Dann wisst ihr Bescheid, was ihr tun müsst. Und ich würde sagen, du spielst 4-3-3-4, hattest du gesagt, ne? Stimmt. Ich spiele 4-3-3, die dritte. Da machen wir die beiden drei Offensivspieler, würde ich sagen. Let's go! Alles klar, Brascos. Dann würde ich sagen, starten wir mit den Stürmern. Und Benji, du darfst die drei Spieler reinhalten. Lange ist es her. Ich habe immer noch das alte Whiteboard von damals und es fällt immer noch auseinander fast. Okay. Dann fange ich mal im Sturm an. Und da spiele ich Antoine Griezmann. Links spiele ich De Frank. Ribéry. Und rechts Messi. 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 Darfst alle drei behalten. Echt? Ja. Nice, wird auch so aufgeschrieben. Ronaldo, Dembélé und Torres. Nice. Alle. Lübt der Hase. Ich schalte rein. Gut, zack, zack. Ja, jetzt wird's interessant. Im Sturm spiele ich Griezmann. Auf dem linken Flügel spiele ich, vielleicht kennst du den, der heißt Franck Ribéry. Laber nicht. Und rechts. Nein. Rechts spiele ich Dembélé. Ne, richtiger Copy-Benji, ne? Wow. Ich hab Rodrigo, Nani und Messi. Scheiße, Alter. Na ja, zum Glück hatte ich keinen Messi. Stabil. Junge, Alter. Geiles, geiler Angriff. Bra. Ist ja guter Angriff, ne? Wie bist du darauf gekommen? Hast du wieder gehackt, ja, du, oder was? Ja, ein bisschen, ne? No in Gaming gehackt. Sein neues Squad Builder Battle Team. Lasst einen Daumen da. No, Wir machen aber ohne sowas, ohne so eine Kacke wie zum Beispiel zwei vom selben aufschreiben oder sowas, so von wegen, oder? So, auch wenn der gar nicht auf der anderen Seite Position passen könnte. Doch. Wow, das ist ja schwul. Das war aber schon immer so, bra. Also ich mach das nicht, aber ich hab halt Ehre. Ach so. Ja, ich hab keine Ehre, aber ich will gewinnen. Ja, wir machen weiter mit den Mittelfeldspielern. Wow, jetzt schneidet der Wichser das nicht rein. Ja doch, ich schneide es extra für dich, werde ich es einschneiden. Hurensohn. Ja, komm, mach. Ja, ich halt rein. Ja, ich halt rein. Okay. Also, rechts fange ich an mit dem guten alten Paulinho. Der Ehrenmann, der zurück nach China gegangen ist oder Japan oder was auch immer. Und links dachte ich mir, es wäre Zeit für ein... Nein, es wird Zeit für eine Ikona Petty. Gut. Paulinho habe ich aufgeschrieben, mein Freund. Hello, darkness, my old friend. Ah! Alter, da hast du gut meine Chemie gebumst, Alter. Scheißendreck.
Ja, nice. Ist drin, Dias. Ja, ich halt rein. Fuck, Alter. Okay, stand drin. Nice, okay. So, ja. Wie wahrscheinlich ist es eher wahrscheinlich, dass Broski jetzt meinen Spieler kriegt, weil er wahrscheinlich irgendwie zwei Bayern-Spieler aufgeschrieben hat. Das ist richtig. Machen halt nur Untermenschen. Und ich habe Martinez. Und rechts habe ich... Den habe ich ja noch mal. Saul. Ja, ich habe Martinez aufgeschrieben. Ja, kannst du auch einen Bronze-Keeper machen. Könnt ihr direkt mal in die Kommentare schreiben. Wichser. Digga, Alter. Das ist seit 2 Jahren Squad-Builder-Battle, läuft der Hase. Digga, so. Ich mach das nie so und hab's auch nie gemacht. Und wir haben voll oft gesagt, man sollte es nicht machen, weil es ehrenlos ist. Haben wir schon voll oft drüber diskutiert. Du hast Alter. Das voll oft gesagt, wahrscheinlich. Also ich hatte bei Tizi schon so ein Zeug, dass die 2 Linksverteidiger aufgeschrieben haben. Von daher, ja, mir braucht man da nichts erzählen. Gegen mich wurden schon 2 Linksverteidiger aufgeschrieben, anstatt links und Rechtsverteidiger. Heißt ich Tizi Schubig? Nö, nein. Aber du gehörst zur Crew, deshalb wird's auch an dir ausgelassen. Gar kein Thema, Alter. Ja, mach ruhig weiter, deine asozialen Ecken da. Mach ruhig weiter. Ach, Freunde, gehen wir weiter zu den Verteidiger. Benji, sag an. Oder beziehungsweise halt rein. Ja, ich halt rein. Ich fange. Ich hab sogar einen Linksverteidiger und einen Rechtsverteidiger aufgeschrieben. Ach du Ehrenmann, Mann. Also der Ehrenmann-Award geht absolut an dich. Auf der rechten Verteidigerseite spiele ich Juan Fran. Und auf der linken Verteidigerseite spiele ich Hernandez von Atletico Madrid. Ah, habe ich beide nicht aufgeschrieben, kannst du behalten. Nice! Wen hast du aufgeschrieben? Sandro und Semedo. Ach ja, das ist so lecker. Schaut rein, den Lachs. Zack. Okay. Okay, ich hab mal was ausprobiert. Und hab einfach auf beiden Seiten die highest rated Verteidiger genommen mit Sergio Roberto und Alaba. Nice, hab Alaba. Easy, das wird easy, alles easy, nächster Bronzespieler. Very super, very, very cool. Freunde, ich hab's ein bisschen vermisst. Wir kommen zu den entscheidenden 3 Positionen. Und der Benji darf reinhalten. Ich halt rein, ich hab hier die 3 aufgeschrieben. Alles klar. Fangen wir auf der rechten Innenverteidigerseite an. Und das ist der gute Varan. Links spielt Rami. Und im Tor, da muss ich ein bisschen nach hinten, Lafont. Oh, die Totzkarte. Nee. Die Dingskarte. Wie heißt sie? Lafont? Ja. Ich habe irgendeinen scheiß 81er von dem als roten Inform. Ja, der Inform, genau. Nee, habe ich natürlich nicht. Ich habe keinen von denen aufgeschrieben. Danke, können wir bitte weitermachen und das abhaken. Weiter. Let's go und ich habe alle 3 von dir. Meinst du? Ja. Okay. Ich habe nicht gelesen, Bruder. Du sollst echt mal ein bisschen mehr lesen, Alter. Okay. Linker Innenverteidiger heißt Rami. Ich hab alle 3 von dir. Rechter Innenverteidiger heißt Laurent Blanc. Und ins Tor kommt Lecomte. Alter. Ich dachte, du machst Boateng, Umtiti und dann Ter Stegen. Sorry, brah. Weil Ter Stegen, Umtiti ist ein schöner Link. Schade. Aber gut. Gehen wir rein, wir gewinnen und du stößt ab. Nice, let's go. Dann zeig ich mal her, du. Ah ja. Mensch, sieht schick aus. Oh, der Varan ist natürlich hart da unten, ne? Ja, ich hab Gefechtfinger, ich weiß nicht, was passt. Es gibt irgendwie einen mit 93 oder so, der hat noch mehr Pace. Ich hab auch so den falschen gekauft. Bruh. Ja, ich habe auch vorhin was falsch gekauft. Also irgendwie auch 50k zu viel ausgegeben für eine andere Karte. Steh auf! Wo bist du denn? Was? Hey! Geh weg! Ja! Was war das denn? Let's go, brrrra! Alter,
ich habe aber auch noch nie so hässliche Trikots gesehen, Mann. Das ist ja komplette Verwirrung. Ja, so guck dir mal die hässlichen Fans an mit diesen scheiß Trikots, Alter. Wer würde denn so ein Trikot kaufen? Woo! Nicht mal für Mann, 20 Cent würde ich so ein scheiß Trikot kaufen. Geil. Was? Was für ein Pass? Was macht der Innenverteidiger? Alter, aber was war das für ein krasser Pass, Digga? Was macht der Innenverteidiger? Ich hätte ihn natürlich auch safe außen lang gespielt. Iniesta. Go! Oh, lol, ich dachte schon, als ob du jetzt so ein Trockenbrot reinhaust. Och, Schiedsrichter! Das ist eine gelbe Karte, Unterbindung einer Torschuss. Och, nö. Och nö! Zentner! Der wiegt doch einen Zentner! Ah! Boah, Friedel und Zentner, Alter. Guck mal, oh meiner! So schlecht! Skirt! Wo köpfst du hin, Alter? Ich hab nach vorne gedrückt, was? Was die Fehlpassquote. Wo spielt der denn da hin, Alter? Ach, das war abseits. Mann. Der hat nur die Verlängerungstafel hochgehalten. Mann. Ich dachte, der hat die Fahne hochgehalten, Alter. Was für ein Kick hier. Alter, ist das schlecht. Oh. Och, Mann, den musst du stecken. Bra. Das ist echt geil. Da hat jetzt keine Entschuldigung. Boah. Mann. Komm, lauf, du bist schneller, Dembele. Du bist schneller als ein fucking Petit! Ey! Oh, hey, das war aber Ball! Junge, Alter, von hinten gefährlich, glatt rot! Ja, aber ich hab den Ball. Glatt rot! Ganz klar, glatt rot. Sehe ich von hier. Und Tor. Sehe ich von hier. Alter, aber schon knapp. Ja! Das geht's nicht! Das ja! War doch schon vorbei! Gib ihm Rot! Let's und go. Dann steht ihn auch noch Zentner, ey. Let's go, Alter. Mann! Es tut weh! Es tut so weh. Bitte schieb ihn Bin nur zur Hälfte rein. Aua! Was? Ja, wie ist der da frei gewesen? El Capitano Andres! What a plank. Mann! Was? Ah, Torwart! Digga, Alter, wie viel Bewegung hier in dem Spiel ist. Das ist unfassbar. Es macht so viel Spaß! Ja! Nein! Scheiße! Geht doch wenigstens nur ein, Scheiße! Alter! Ey! Scheiße! Digga, spiel doch bitte einen guten Pass! Bitte tu mir den Gefallen! Sowas tut danke, weh. Danke, dass du mich gewinnen lassen hast. Ich ja, gerne. Vielen Dank, Digga. Das ist der Easy Schubich Merchandise. Wenn man den anhat, überträgt sich das ein bisschen. Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit, du bist dabei. Wir sind dabei, uns zu verlieren. 4-3-3, die dritte, ne? Ja. Ich hätte gerne den rechten Innenverteidiger. Es ist Rami, okay, der ist wack. Oh, ist 50k. Wo war Messi? Im Tor. Mann! Iniesta rechts außen, PT rechter ZDM. Ich wollte einfach deinen scheiß Torwart nicht treffen, deswegen wollte ich den Torwart nicht nehmen, weil ich Angst hatte, dass der Wichser da noch drinnen steht. Nice! Ja, nimmt man mit. Ey, das war wichtig, das Tor am Ende, Alter. Ich glaube, bei 2 hätte es geklingelt, hättest du einen von den Dicken getroffen. Ja, aber immerhin, Jungs, für die Moral, für die Ehre mal wieder gewonnen, ist auf jeden Fall wichtig. Das ist die Hauptsache hier an der Sache. Ja. Also mal raus, Jungs. Die Folge einfach vergessen, die ist nicht passiert. Am besten auch nicht nochmal anklicken oder so. Haut rein. Gebt einen Daumen nach oben. Tschüss. Das war ein Witz, ne? Nö.